Dorians Hinbereisen überraschte die Fans, als er Beatrice Egli auf der Bühne einen Heiratsantrag machte. Willkommen auf dem Kanal mit freundlicher Genehmigung von Prominenten. Wir laden Sie ein, die neuesten Nachrichten des Tages zu hören. Florian Silbereisen, ein berühmter Sänger und Moderator aus Deutschland, sorgte für eine große Überraschung bei den Fans, als er seine Kollegin Beatrice Egli während einer Live-Musikshow auf der Bühne einen Heiratsantrag machte. Diese Veranstaltung hat in den Medien große Aufmerksamkeit erregt und die Aufmerksamkeit eines großen Publikums auf sich gezogen. Dieses romantische Ereignis fand in der Nacht der Sendung Schlager Champions, das große Fest der Besten, am 31. März 2023 in Berlin statt. Viel Lob und Bewunderung überbrachte Florian Silbereisen, während der Show Beatrice Egli, seiner Kollegin und einer der bekanntesten Schlagersängerinnen in Deutschland. Beim Auftritt von Beatrice Egli lieferte Florian schnell ein romantisches Liebeslied ab und fiel dabei in die Augen seiner Geliebten. In der Zwischenzeit drängte Florian die Bühne und bat Beatrice, das Mikrofon zu verlassen und aufzuhören. Dann wandte er sich dem Publikum zu und sagte, er wolle eine wichtige Ankündigung machen. Mit einem Lächeln im Gesicht und rasendem Herzen sah Florian Beatrice in die Augen und machte ihr vor Tausenden von Zuschauern einen Heiratsantrag. Es ist erwähnenswert, dass die Veranstaltung auf einer Live-Bühne stattfand, auf der viele Zuschauer zuschauen konnten. Das war eine echte Überraschung für das Publikum, aber auch für Beatrice Egli selbst, die Florian akribische Vorbereitung nicht bemerkte. Vor Tausenden von Zuschauern einen Heiratsantrag zu machen, ist definitiv ein wichtiger Schritt in ihrer Beziehung. Bitte drücken Sie die Schandfläche zum Abonnieren unseres Kanals, um auf die nächsten Neuigkeiten in den nächsten Videos zu warten. Danke, dass du unseren Kanal immer unterstützt. Hallo und wir sehen uns wieder.